Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 30, Talusien. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Heute hört ihr bereits unsere 30. Podcast-Folge und es geht um Talusien, mal ein ganz spezielles Thema. Wer unsere letzten Folgen so ein bisschen mitverfolgt hat, wird mitgekriegt haben, dass wir bereits in der 24. Folge, also ist ein bisschen her, zum Wüstenreich eine Aufnahme hatten. Und da ist Talusien auch ein bisschen ausgelassen worden, beziehungsweise ja, kaum vorgekommen. Das holen wir jetzt hiermit nach und dazu haben wir uns auch ganz zwei besondere Spezialisten eingeladen. Heute mit dabei ist unser Atta. Hallo. Und als Gäste haben wir Christian Nehling und Sebastian Kreppel. Hallo zusammen. Einen schönen Abend, Tag, Morgen, Abend, was auch immer. Ja, und bei dem einen oder anderen, der die Literatur zu DSA 5 gelesen hat oder zum Wüstenreich vielleicht gelesen hat, wird der Name vielleicht ein bisschen, die Namen werden schon was sagen. Wem dies nicht sagt, stellen wir sie einmal ganz kurz vor. Christian Nehling ist ein DSA-Autor. Und ich habe so ein bisschen was drüber gelesen und habe gelesen, schon bereits in den 90ern hat er sich mit DSA beschäftigt und seine Liebe zu Aventurien gefunden sozusagen. Später dann gab es die ersten Beiträge und ich glaube seit 2014 ist er dann als Autor eingestiegen und 2018, gab es den Auftakt für das Heldenwerk Ein Fest für die Augen, wenn ich mich nicht irre. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf und gefolgt von Schwanengesang in Dryadenheit und Djinnzauber, am Efenbademekum hat er gearbeitet, Herbarium, Dornenreich und so auch im am Wüstenreich, also wenn ihr da ins Buch schaut, werdet ihr den Namen auf jeden Fall finden. Und an einem ganz bestimmten Abenteuer, Zukunft im Sand, wo es drei Abenteuer gibt und das Abenteuer heißt Zu Asche und Staub. Und da geht es um die Geschichte in Talusien ein bisschen weiter und da hat er eben zusammen mit Christian Kreppel dieses Abenteuer verfasst. Er heißt Sebastian Kreppel, aber genau, Sebastian Kreppel ist das erste Mal, was ich gefunden habe, ist von 2019, dass du bei DSA mitgearbeitet hast. Die ersten Jahre als Lektor und Korrektor primär und da auch in einer ganz schön beachtlichen Liste, unter anderem bei der Sonnenküste und bei dem Kampagnenband zur Donnerwacht bist du gelistet. Ich hoffe, das stimmt auch. Ich vertraue aus Wiki Aventurica, aber das ist eigentlich auch sehr verlässlich. Das erste, was du für DSA als Autor veröffentlicht hast, war Ein Blick in rote Augen. Das ist ein Heldenwerk-Abenteuer, was auch schon in Talusien spielt, wenn ich mich gerade nicht irre. Und danach noch an der Studierstube der Gildenmagie und eben am Wüstenreich und zu Asche und Staub, der Regionalspielhilfe und dem Regionalabenteuer zu unter anderem Talusien. Ab da eben auch mit Christian. Und das zieht sich auch, denn wenn ich es richtig gelesen habe, arbeitet ihr momentan an Klänge der Klage in der Göttersplitter-Anthologie auch wieder zusammen. Das heißt, offensichtlich habt ihr euch gefunden. Wenn man eure letzten Jahre betrachtet, ist viel zusammen geschehen. Aber darum soll es heute nicht gehen, soll es nämlich um Talusien gehen. Und vielleicht mag einer von euch einmal unsere ZuhörerInnen abholen, was überhaupt Talusien ist und wo das genau ist. Denn das ist in unserer Folge zum Wüstenreich sehr kurz gekommen, muss ich zugeben. Ja, Talusien. Wenn wir uns die Karte in Aventurien aufmachen, dann sehen wir im Südosten zwischen den Bergen der Unauberge, des Stierbuckels und des Talusmassiv das kleine Landstrichchen Talusien. Talusien ist davon geprägt von Reisfeldern, man muss sich Schluchten vorstellen, Bambushaine oder Brabakaror, wie man es auch nennt. Arm und Reich treffen hier zusammen. Die Schere geht weit auseinander. Es ist ein sonniges und sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein sehr
von der Landwirtschaft geprägtes Gebiet, was reiche Ernten hervorbringt. Und nichtsdestotrotz sind die Reichen sehr reich und die Armen sehr arm. Ansonsten haben wir noch viele Flüsse, weil wir eben hohe Berge haben und dementsprechend auch Täler. Und anhand dieser Flüsse gibt es dann so die meisten Siedlungen. Also viele kennen vielleicht die große Stadt Talusa, die dann auch direkt am Golf von Zuzak, also am Meer liegt, am östlichen. Aber auch einige andere Siedlungen gibt es dort und Sumpflandschaften. Und das hat viel auch mit eben den Flüssen zu tun, die aus den Gebirgen hinabrauschen und die auch eben eine Möglichkeit bieten, für die Anwohner Landwirtschaft zu betreiben, sodass es hier eben auch möglich ist, sich entsprechende Vorteile oder Gelder zu erringen oder zu erwirtschaften, die allerdings nicht immer in gleich verteilten Händen landen. Dementsprechend ist Talusien ja... Achso, Entschuldigung. Nee, alles gut, mach ruhig weiter. Talusien ist dementsprechend aber schon ein geografischer Kontrast zum Wüstenreich, auch wenn es quasi einmal nur übers Gebirge hinweg ist, bevor man in der Kurve steht. Das finde ich eigentlich ganz spannend, obwohl es gehört... sag ich mal, offiziell nach wie vor zum Kalifat, ist aber de facto weitestgehend unabhängig. Was mich tatsächlich, bevor wir ins Inhaltliche wirklich einsteigen, gefragt hat, wie seid ihr auf Talusien gekommen? War das schon vorher ein Thema für euch oder kam einfach irgendwo im Molistes Kosmos auf, Spielhilfe, Talusien muss da beschrieben werden und dann habt ihr euch quasi da reingearbeitet und hoffentlich die Region auch lieben gelernt oder hat Talusien vorher für euch schon eine größere Rolle gespielt? Das begann letztendlich mit Sebastians Heldenwerk. Ich habe ihm so ein bisschen den Anstoß gegeben, das kann man auch im Heldenwerk-Archiv nachlesen, weil er sagt, er wollte auch was schreiben. Dann habe ich gesagt, am besten suchst du dir eine Region, die jetzt in DSA 5 noch nicht so extrem gut mit Abenteuern versehen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht in Talusien, weil zu diesem Zeitpunkt gab es da eben noch gar kein Heldenwerk oder auch in DSA 5 noch gar kein Abenteuer. Und weil es eben schon eine ganz gute Region ist, wo eben Abenteuer spielen können, weil das sehr vielseitig eben von Möglichkeiten ist, hat Sebastian sich dann tatsächlich Talusien ausgesucht und so kam dann der erste Kontakt zu Talusien, ja, über sein Heldenwerk halt auf. Und wenn man dann einmal im Thema drin ist und Feuer gefangen hat, dann will man natürlich auch weiter mit dran arbeiten und das haben wir dann eben beim Wüstenreich machen dürfen. Genau, ergänzend dazu noch ist, dass Talusien in der Vergangenheit natürlich nicht so viele Spotlights hatte. Natürlich mit Dol Guruk, dem Herrscher Talusiens und der Streuner muss sterben. Das ist wahrscheinlich allen alten DSA-Spielern noch ein Begriff. Aber generell war Talusien immer ein kleiner Fleck auf der Landkarte und viele Spieler können damit nichts anfangen und auch heute, wenn ich so einige Facebook-Kommentare unter der Wüstenspielhilfe lese, dann merke ich auch, dass da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf ist und dass die Leute die Region vielleicht noch mehr wertschätzen können. Denn sie bietet tatsächlich nicht nur Helden, also Helden eine Möglichkeit, sondern auch vielleicht mal Helden, die einen anderen Weg einschlagen, eine Möglichkeit, Abenteuer zu bestehen. Denn es gibt dort viele Möglichkeiten, auch vielleicht mal einen Schwarzmagier, aber da kommen wir sicherlich später noch drauf. Genau, und wir versuchen ja heute Talusien ein wenig von der Liebe zu geben, die es verdient hat, wie viele Regionen DSA, die doch oft ein bisschen kurz kommen, meistens bleiben ja doch an denselben Orten und auch wenn man sich so die Abenteuerverteilung anguckt, sind bestimmte Regionen sehr gut vertreten und andere eher schwach. Aber dann ist es schön, dass Talusien mit euch beiden AutorInnen gefunden hat, die sich auch darum kümmern wollen. Aber du hast gerade Dol Guruk schon erwähnt. Das ist tatsächlich der einzige Name, den ich vor der Spielhilfe aus Talusien bereits kannte, aber auch nur sehr vage. Und das ist ja schon schillernd ist wahrscheinlich das Wort, was am schlechtesten zu ihm passt, aber in gewissem Sinne doch eine schillernde Persönlichkeit. Kann einer von euch vielleicht kurz erklären, wer Dol Guruk ist und was es mit ihm auf sich hat? Auch gerne, ihr könnt da, ihr seid von uns aus berechtigt zu spoilern, auch im Lore-Hintergrund, das ist in diesem Podcast, ist alles immer. Wir versuchen nicht zu tief zu spoilern, gerade in Abenteuern nicht, aber wenn es um so Lore-Hintergrund geht, der auch in der Nachspielhilfe steht, ist das völlig legitim. Genau, kurz an die Zuhörerinnen, das kennt ihr ja schon, wenn wir dann in die Regionalspielhilfen oder in bestimmte Sachen rangehen, dann kommen hier einfach Spoiler vor und ja, überspringt ansonsten den Part oder den Teil. Hier übergebe ich das Wort an Sebastian, denn er hat tatsächlich Sultan Dol Guruk, wie er sich selbst nennt,
in der Regionalspielhilfe verfasst. Korrekt. Ja, Sultan Dol Guruk, ein Elf, ein ehemaliger Auf-Elf, der, ich sag mal, der Macht sehr hinterher eiferte und einen Pakt mit dem Erzdämon Blackaras eingegangen ist und durch ein missglücktes magisches, wie nenne ich es, Ritual oder vielleicht war es sogar eine Paktflucht, ist sein ganzer Körper, seine Augen, seine Zähne, alles besteht aus Rabenkohl, schwarzer Farbe, also er ist komplett schwarz. Er war Scharfrichter in Talusa, konnte dort seinem liebsten Handwerk, nämlich dem Verüben des Scharfrichters, des Henkers nachgehen und stürzte damals 1021 Bosporansfall, meine ich wäre es gewesen, den Fürsten Raskasan, der nämlich kurzer Zeit vorher dem Glauben der Novadis, nämlich an Rashtula, übergegangen ist und aus diesem Grund besteht nämlich das Anrecht des Kalifen auf Talusien, denn eigentlich gehört Talusien den manadischen Stadtstaaten und ist somit halt auch Teil der ganz normalen Tulamidenlande und nicht des Emirats, was das Emirat natürlich gerne anders sieht. Wenn man an Dol Guruk denkt, dann weiß man auch sofort, was er immer bei sich trägt, nämlich seinen tausendjährigen Zweihänder, das Richtschwert Talusiens, mit dem er selber die Hinrichtungen immer noch ausführt. Er ist aber inzwischen dazu übergegangen, tatsächlich durch einen Henkerwettbewerb, den er ausgerufen hat, hat er sich eine neue rechte Hand geholt, die jetzt auch die Hinrichtungen durchführt. Ja, die Richtsprüche verfasst tatsächlich der Henker selber nicht, beziehungsweise der Sultan selber nicht, sondern er führt sie nur aus. Er lässt Städter, also Taloshim, oder aber auch Helden oder auch fremde Leute, die die Stadt betreten, die Rechtsprechung ausführen, die er dann am Ende vollstreckt. Und dies halt nur mit einem tausendjährigen Zweihänder. Von dieser Waffe gehen auch Mythen und Legenden aus. Man sagt, sie sei verflucht. Man sagt, dass der Horas selbst die Waffe früher geführt hat. Und seitdem wäre diese Waffe verflucht. Ja, ansonsten, er ist... Sollte man vielleicht noch wissen, dass er ein ganz krudes Rechtsverständnis hat. Also auch wenn er jetzt mit Blackaras irgendwie assoziiert ist, hat er ein ganz großes Auge, er legt großen Wert darauf, dass die Rechte eingehalten werden. Also es ist relativ streng dort in Talusien. Also es gibt ja auch einen Praios-Tempel beispielsweise in Talusa. Der ist jetzt irgendwie nicht abgeschafft oder ähnliches, sondern da geht es schon sehr, sehr strukturiert und gesetzmäßig zu. Und viele Einwohner Talusiens haben auch Angst, ja, eben vor der Rechtsumsetzung oder vor irgendwelchen entsprechenden Verfehlungen, sodass, wenn sie irgendwie keine Antwort auf eine Frage haben, zu allem Ja sagen, auch wenn sie nicht wissen, wo der Weg entlang geht, ja, aus Angst, dass sie dann entsprechend bestraft werden könnten. Und auch in den Erzählungen der Regionalspielhilfe gibt es manchmal so Hinweise wie auf so Henkerfeste oder ähnliches. Also Verurteilte werden da teilweise auch gesammelt, als große Show letztendlich dann ja umgebracht oder vollstreckt. Ich finde, das bringt schon einen Punkt auf, den ich allgemein, als ich mich jetzt nochmal reingelesen habe, bei Talusa recht spannend fand, nämlich, dass... Also eigentlich ist man von Aventurien doch ein recht klares Götterweltkonzept. So, es gibt überall die 12 Götter und es gibt noch so ein paar komische Stammesvölker, die was anderes verehren, aber im Großen und Ganzen findet man in ganz Aventurien die 12 Götter in irgendeiner Form und sei es jetzt das Torwalsche Pantheon, was die halt ein bisschen anders nutzt, hatten wir in der letzten Folge. Und dann gibt es natürlich den Namenlosen und die Erzdämonen als Gegenspieler und das ist eigentlich alles recht einfach und übersichtlich. Und dann haben wir in Talusien eben einen Sultan, der mit Blackaras paktiert und gleichzeitig einen Praios-Tempel in seiner eigenen Hauptstadt duldet oder akzeptiert oder vielleicht sogar schätzt, möglicherweise. Und gleichzeitig haben wir mit Talusien einen der wenigen Orte, wo, zumindest glaube ich, einen der wenigen Orte mit Turin, wo Satinaf aktiv verehrt wird, nicht in Person, also nicht unter dem Namen Satinaf, sondern als Al-Mahmud nach dem urtulamidischen Namen.
Und gleichzeitig haben wir eben auch noch andere Gottheiten, die da verehrt werden, die man eigentlich überhaupt nicht mit der Region assoziieren würde. Also Mokosha, ja, klassisch eine Göttin der Norbaden, die ja eigentlich eher meistens im nördlichen Aventurien verortet werden, gerade jetzt auch die Theaterritterkampagne, wo die ja ganz aktiv stattfinden. Könnt ihr vielleicht grob nochmal was zum Glaubensbild, was in Talusien vorherrscht, oder zu dem nicht einheitlichen Glaubensbild, was daran so besonders ist, vielleicht ein paar Sachen sagen? Ihr habt da, glaube ich, auch mehr Einblicke, als ich das habe. Ja, das ist auf jeden Fall so, dass so der urtolamitische Aspekt, also die ganzen urtolamitischen Götter, sich dort deutlich mehr gehalten haben als beispielsweise in anderen Regionen, so dass wir eben auch Überreste von Mokosha, also Makasha heißt sie dort beispielsweise, haben, oder Mabo verehrt hier als Umkult-Schach, die Geiermutter, teilweise auch in Form von, ich sag mal, diesem Synkretismus, vielleicht kennen manche Peraja, so eine Mischform aus Peraine und Raja, also der tolamitische Name von Raya und sonstige Sachen. Also da gibt es dann teilweise, ich sag mal, aus mittelreichischer oder orascher Sicht eher bizarre entsprechende Verehrungen, aber das hat sich alles letztendlich in Talusien erhalten, auch weil die Region eben sehr ländlich ist. Wir haben halt diese Hauptstadt Talusa, aber sonst eigentlich kaum riesengroße Städte, sodass die entsprechenden Glaubensrichtungen sich auf dem Land, in den Dörfern gut erhalten konnten. Und es gibt ja in Talusa auch neue Entwicklungen, nämlich eine Verehrung von Ashvalut, und aufmerksamen ZuhörerInnen wird auffallen, dass Ashvalut nicht umsonst sehr nah an Asphalot ist, klanglich, denn du hast gerade schon das Land angesprochen und ihr habt auch vorhin schon gesagt, dass in Talusien trotz eigentlich sehr guter landwirtschaftlicher Bedingungen viel Not herrscht, weil eben das meiste Geld an die Herrschenden, und das muss nicht immer Dolguruk persönlich sein, sondern auch immer die Regionalherrschenden, die sich auch gerne mal so nach dem Prinzip, solange der Sultan nicht persönlich vorbeikommt, mache ich hier mein Ding, aber selber die Taschen füllen. Und da gibt es eine Entstehung, die ich sehr spannend finde und die ich vor allem fürs aktive Spielen auch sehr spannend finde, wenn man damit in Kontakt kommt. Es gibt nämlich sogenannte Nutzchimären. Was hat es damit auf sich? Die Nutzchimären, nur kurz vorab, gibt es nicht erst seit der Regionalspielhilfe, sondern die waren schon vorab in der Spielhilfe des Transmutariums mit der berühmten Magierin Mirina Almosia schon verknüpft. Also da kamen die erstmal auf, wurden aber natürlich dann in DSA 5 einverleibt, also jetzt in die Regionalspielhilfe, weil die da eben logischerweise da ansässig sind und dann eben auch mit den Nutzchimären gearbeitet wird. Das nur vorab jetzt, Sebastian, darfst du. Genau, denn die gute Mirinja ist ja auch eine Talusim, also eine Talusierin, die von armen Reisbauern abstammt und natürlich jetzt ihr Wissen und ihr Können genutzt hat, um halt den Bauern mit gewissen Nutzchimären unter die Arme zu greifen und so halt den Notleidenden beiseite zu stehen. Genau, weil wir eben einen so großen Unterschied haben zwischen Arm und Reich, ist es so, dass die armen Bauern teilweise gar nicht genug Geld haben für irgendwie große Werkzeuge, Tiere oder ähnliches. Und da bietet eben quasi Mirina Almosia, die heißt ja dann auch die Mildtätige, ist ja der Name, dann mit ihren Nutzchimären quasi Alternativen, damit die entsprechenden Bauern und Landwirtschafter da ihren Tätigkeiten nachgehen und auch ihr Auskommen haben. Um vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen, die ich mir auch einfach spannend vorstelle. Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht ins Transmutarium reingeschaut, ob da Bilder dazu da sind. Ich habe einmal das Riesenpelzschwein aufgeschrieben, was im Endeffekt genau das ist, ein pelziges Schwein in einer Übergröße, sodass es sowohl Fleisch als auch eben Pelz liefert. Und die Straußenten, die auch das ist relativ offensichtlich, woraus sie bestehen, aber die vor allem da genutzt werden, weil sie Ungeziefer vor den Feldern fressen. Das heißt, die Ernährung ist kein wirklicher Zusatzaufwand. Gleichzeitig werfen auch sie Fleisch ab.
und eben sehr nahrhafte Eier. Und ich finde das gerade aus einer spielenden Perspektive total spannend, weil eigentlich ist ja so, Chimären sind eigentlich in Aventurien so weitestgehend böse. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Der Manticore wird mit Chor verbunden. Der Greif ist, also das wird, sollte man nicht laut sagen, aber der Greif ist ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich auch in gewissem Sinne Chimäre. Oder scheint zumindest so. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich in Abenteuern, wenn Chimären auftauchen, sind das böse Wesen und die Leute, die sie erschaffen haben, sind eigentlich auch immer die Bösen. Oder zumindest sehr dunkelgraue Gestalten. Und gleichzeitig ist es ja hier offensichtlich, dass das Ganze einen positiven Nutzen hat, dass es der Bevölkerung hilft und gerade den Leuten hilft, die es gerade dringend nötig haben in dem Reich. Was ich total spannenden moralischen Konflikt finde, weil sich die Helden damit auseinandersetzen müssen, ob der Zweck die Mittel heiligen darf oder ob sie sagen, nein, man kann nur durch richtiges Handeln. Also es ist besser zu hungern, als eben Chimären zu nutzen und damit dämonisches Wirken de facto zu unterstützen. Ganz zu schweigen eben von der Verehrung eines Erzdämons in Person von Asphalot, ja, die im Endeffekt ja die Herrin der Chimären ist und auch dementsprechend ja auch die Bezugsquelle für Merinia, wenn ich das richtig verstehe. Genau, da muss man dann so ein bisschen die thulamidische Perspektive der schwarzen Magie einnehmen. Also wir haben eine lange Tradition, die gab es ja auch in Rashtul beispielsweise, also nicht nur von Elementarismus, sondern auch beispielsweise von Dämonologie und anderen Gebieten. Und in den Thulamidenlanden ist das nicht eher, oh, böse, böse Schwarzmagier, die werden alle verbrannt, sondern das ist eher sowas wie, schwarze Magie ist ein Werkzeug und wer das Werkzeug am besten nutzen kann, der hat natürlich auch die größte Macht. Das sieht man auch an anderen entsprechenden Dämonologen. Und die Merina Almosia hat das dann eben jetzt für die Chemologie halt genutzt. Andere thulamidische Magier haben das irgendwie beispielsweise für Dämonen oder andere Sektoren erschlossen. Aber das bedeutet halt nicht, dass in der Bevölkerung automatisch schwarze Magie ist gleich böse und wir müssen sie jetzt irgendwie verfolgen. Da steht im Hintergrund, sondern das ist für die quasi eher sowas Normales. Also wer eben die Begabung hat, der kann eben damit umgehen und es ist immer wie bei jedem Werkzeug eine Sache, wer der Anwender ist und wie er damit auch dann moralisch umgeht. Also das heißt nicht, Chimären sind immer böse, Dämonen sind schon vielleicht, ich sag mal, gefürchteter, aber auch nicht automatisch immer böse. Und wir sehen das ja auch, dass in Talusien auch noch andere Schwarzmagier leben. Also die Merina Almosia ist jetzt ja nicht die einzige, sondern da gibt es auch noch eine andere Person, die beispielsweise im Nekromanteum vorkommt, also mit Untoten hantiert oder auch die rechte Hand der Schüler von Dolgoruk, Gayomosal Dolgoruk, der eben auch mit schwarzer Magie hantiert und ursprünglich mal in Brabok seine Ausbildung begonnen hat. Also in Talusien ist das eher so recht normal, dass man auch schwarze Magie anwenden kann. Diejenigen sind halt eben in Anführungszeichen begnadet, die Möglichkeit dazu haben. Ich glaube, es ist auch ein Schema, wenn ich als Bauer oder als Bäuerin mir überlegen muss, ob mein Kind stirbt oder ob ich ein Riesenpelzschwein schlachte, dann ist die Wahl erstmal sehr leicht. Und im Zweifelsfall ist es wahrscheinlich für Bauern, der wahrscheinlich nicht mal 50 Meilen von seinem Hof weggekommen ist oder hier von den Reisfeldern, der wird sich wahrscheinlich fragen, ob diese Lebewesen chimerologisch erzeugt wurden oder ob das irgendwelche Wesen sind, die halt da 200 Kilometer weiter werden wahrscheinlich eh schon Mythen und Sagen, aber das erzählt, was es dort alles geben soll oder hinter dem Gebirge oder ganz zu schweigen vom Mittelreich, was von Talusien aus unglaublich fern ist. Aber ich glaube, es sind besonders spannend, Charaktere, die halt komplett fremd in der Region sind, dorthin zu bringen, die nicht mit dieser, ich sag mal, ja, dieser sehr pragmatischen und eher deontologisch, also zielorientierten Moral an die Sache herangehen, sondern eben durch dieses mittelreichische, zwölfgöttliche geprägt sind. Dämonen sind böse, alles Dämonische ist böse und muss vernichtet werden und vom Antlitz deres getilgt werden. Ich glaube, daraus kann man sehr spannende Plots drehen, gerade wenn es dann wirklich um den Einzelfall geht. Verurteilt man den Bauern, verurteilt man die Beschwörerin, gerade wenn man sich, also die Erschafferin ist es ja viel mehr, gerade wenn man sich bewusst ist, dass Merina Almosia es niemals als in irgendeiner Form verwerflich betrachten würde, weil es halt als ein Mittel und natürlich nutzt man die Mittel und sie hilft Menschen damit und wahrscheinlich weit mehr Menschen, als es die Praios-Kirche in Talusien jemals getan hat. Oder auch bei einer Gruppenzusammenkunft, wo
wenn man sagt, ich wollte schon immer einen schwarzen Magier spielen, aber das war mir immer zu offensichtlich böse, wo man vielleicht mit der Gruppe oder mit einem Teil der Gruppe einen gewissen Perspektivenwechsel einnehmen will, wo man sagt, naja, hier ist das aber vielleicht der Moment, der Zweck heiligt die Mittel und das ist nicht grundauf böse, das ist einfach nur eine, es ist anders und die eierlegende Wollmilchsau ist eine Chimäre, aber sie ist nun mal die eierlegende Wollmilchsau, die eben eigentlich in dem Moment ja etwas Gutes bewirkt. Also sprich, man kann da sehr schöne Gruppenkonflikte, aber auch Perspektivenwechsel, einen gewissen Verlauf in einer Heldengruppe mit sich bringen. Also das ist, ich finde das sehr spannend in Talusien so eingelagert aus. Man muss einfach eine andere Sichtweise einnehmen, um es nicht, also aus dem Mittelreichischen würde man es direkt verurteilen, aber hier ist es nicht der Fall und da muss man sich ein bisschen anders damit auseinandersetzen, ja. Ich glaube, am Spieltisch ist es halt sehr interessant, wenn man tatsächlich so eine Gruppenkonstellation hat, dass dann, wenn die Helden auf so ein besagtes Schwein treffen, wenn der Bauer sich dann schützend davor wirft, wenn die Helden gerade davon, ne, dazu übergehen möchten, dass dieses Unwesen zu erschlagen und der Bauer dann die Helden auf Knien flehend davon abhalten möchte. Ich glaube, dass das schon halt, und dann, dass man da halt dann mal eine andere Sicht auf das Ganze bekommt, ne? Also, dass nicht alles schlecht ist. Und wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, es ist halt auch die Möglichkeit, mal solche Charaktere auch in so einer Region zu spielen. Weil, wenn nicht da, wo sonst? Ne? Und auch da dann vielleicht ein Verweis auf das, wir haben schon mal über Gruppenkonstellationen gesprochen. Ich glaube, wenn man der Gruppe einen Grund gibt, der stark genug ist, dass sie zusammenhalten, kann es auch sehr spannende moralische Diskussionen in der Gruppe erzeugen. Sie müssen halt immer einen Grund haben, der sie zusammenhält, weil sonst hat man ganz schnell das Problem, dass dann eben die Leute die Gruppen sich trennen, weil sie eigentlich keinen wirklichen Grund haben, zusammenzubleiben. Aber wenn der Feind noch größer ist als dieses Problem, kann man das, glaube ich, auch sehr spannend für in der Gruppe einen Konflikt nutzen. Und das ist meistens so das Spannendste, wenn sich die Charaktere untereinander solche Diskussionen oder vielleicht auch Streitgespräche liefern, weil es eben nicht dieses klare Gefälle ist zwischen dem Spielercharakter und dem NSC. Der NSC ist im Zweifelsfall immer in gewissem Sinne im Unrecht, vielleicht nicht moralisch, aber im Kontext der Gruppe. So, die Gruppe hat am Ende hält recht, weil das ist das, was sie spielen und wie sie fortfahren. Im Prinzip hat man natürlich in Talusien mit Dolgoruk, aber wirklich der Feind meines Feindes ist ein noch größerer Feind, mit dem man sich dann gemeinsam dagegen gegen vorgehen kann. Was mir durch den Kopf geht natürlich ist, wo schwarz ist, ist auch weiß. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass nur Dolgoruk die einzig schillernde Persönlichkeit in Talusien wäre. Genau, da gibt es natürlich auch Bestrebungen, den entsprechenden schwarzen Sultan wirklich zu stürzen. Ich nenne das mal in Robin Hood-Mentalität. Und da gibt es einige Rebellengruppen, beispielsweise die Rebellen vom Blauen Lotus, mit ihrer Anführerperson Vaters, die bewusste Anführerperson ist, weil die ist immer verschleiert und niemand weiß, ob es Mann oder Frau ist, aber die bewusst auch den Namen Vaters von der Satinav-Tochter benutzt oder angenommen hat, weil sie sich natürlich so ein bisschen als das Schicksalsrat in Talusien sieht und damit natürlich auch eine Menge Aufmerksamkeit generiert oder auch Enttäuschte, die dann gerne auch, ich sag mal, weniger Bestrafungen wollen, sondern ich sag mal eher die normale thulamidische Mentalität wünschen, dann auf ihre Seite ziehen. Und das ist aber nicht die einzige Rebellengruppe, es gibt dann noch mehr, zum Beispiel die Froschjäger und dann so eine Piratengruppe und so weiter. Dementsprechend bietet das Setting Talusien dann auch Möglichkeiten, auch solche Subgruppen, Rebellen, Aufrührer zu treffen und mit denen zu interagieren und vielleicht mit ihnen was zu starten oder ihnen zu helfen, um jetzt die, ich sag mal, den bösen schwarzen Sultan, wenn man diese Sichtweise denn hat, zu stören oder zumindest nicht noch reicher und mächtiger werden zu lassen.
Oder aber man arbeitet auf der Seite des schwarzen Sultans und bekämpft die garstigen Rebellen, die ja immer die armen Handelszüge überfallen. Also wir haben hier beide Seiten, die wir bedienen können. Und das haben wir auch in dem Regionalspielabend, eigentlich im Regionalspiel- und Anthologieabenteuer, genauso ausgelegt, dass man halt die Möglichkeit hat, sich am gewissen Teil im Abenteuer für eine Seite zu entscheiden. Nämlich entweder auf der Seite des schwarzen Sultans zu kämpfen oder aber für Vaters und auf den Seiten des blauen Lotus. Was halt, finde ich, mal ein sehr schicker Ansatz war. Also ich habe mir das Abenteuer ja durchgeschaut und angeschaut und Achtung Spoiler, wer das also als Spieler spielen möchte, überspringt es an dieser Stelle. Zu Asche und Staub, eben in der Anthologie, in der anfangs erwähnten Anthologie. Ich finde das sehr geschickt, wie das Abenteuer anfängt und wie man tatsächlich dann am Ende sich so als Gruppe, je nachdem, was man wie erlebt hat, wahrscheinlich auch aus dem Geschehen heraus ja entscheiden kann, aber auch muss. Und in beiden Fällen, egal wie man sich entscheidet, hatte ich so das Gefühl, ist man nicht der Böse, man ist schon der Held, egal wie rum man sich entscheidet. Also, aber man kann sich für beide Seiten entscheiden und ist auf jeden Fall sehr spannend und gespielt habe ich es noch nicht, aber hört sich sehr, auch sehr spielenswert an. Also wenn man schon in Talusien dann so noch so ein bisschen Abenteuerideen braucht, dann ist es, glaube ich, ein gutes Abenteuer, aber es setzt auch einiges an Spielerfahrung voraus. Aber ich meine, genau. Wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Wir haben da ja auch das Thema Satinav und die Satinav-Töchter, also Al-Mahmud mit Imra und Vaters. Ich benutze jetzt die allgemein üblichen Namen, nicht die entsprechenden talusischen Bezeichnungen, damit unsere HörerInnen hier auch wissen, über wen wir da reden. Und die haben dann auch eine entsprechende Rolle, also gerade so das Schicksal. Und da kommt auch eine Figur im Abenteuer vor, die eine Satinav-Priesterin ist, nicht weil sie jetzt Karma-Kräfte diesbezüglich hat, sondern einfach, weil sie den Glauben an Satinav verkörpert, also an Al-Mahmud. Das hat er vorhin Atta ja auch gefragt, wie das hier aussieht. Und der Glaube an Al-Mahmud hat auch überdauert. Da gibt es in Talusa nämlich auch ein entsprechendes Gebäude, wo dann eben Verehrungen noch stattfinden und womit viele Einwohner auch so ein bisschen natürlich ihr Schicksal oder die Veränderung verbinden, denn ne, Satinav ist natürlich die Zeit und mit der Zeit können sich Dinge verändern. Und wenn ich natürlich mit Satinav oder Al-Mahmud gut stelle, dann können sich vielleicht dann auch für mich bessere Zeiten ergeben. Wobei, ich ganz kurz unsere Zuhörenden, Entschuldigung, ich möchte dazu mitteilen, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr Imras und Vaters als Begriffe nicht gekannt habt, selbst wenn es die geläufigen Begriffe sind, das sind, glaube ich, schon Nischenpersonen der Götterwelt. Aber ja, es ist tatsächlich aber spannend, dass gerade Satinav, der eigentlich, also die Zeit ist ja eigentlich ein spannendes Thema und die spielt in Talusa ja darüber hinaus noch eine ganz andere Rolle, denn es wird nicht nur Satinav verehrt, sondern es gibt auch Dinge, die nach gemeinem Verständnis wahrscheinlich gegen eigentlich das sind, was genau mit dem bricht, wofür Satinav steht, nämlich dem Schutz der Zeit und dem Schutz der Zeitlinie. Satinav ist ja vor allem nicht Gott der Zeit im Sinne, dass er die Zeit beherrscht, sondern dass er sie vor allem schützt und dafür sorgt, dass sie ihren geregelten Gang, nämlich geradlinig in die Zukunft geht. Und gerade Talusa ist ja eine Region, wo das nicht immer der Fall ist. Genau, da haben wir Spoiler, entsprechende Zeitparadoxa. Also es kann immer wieder, aber das ist so wie so eine Fluktuation, das ist nicht festgelegt. Man muss sich vorstellen, das sind so wie so unterirdische Kraftflüsse, die dann irgendwie hervorbrechen. Und dort können dann seltsame Phänomene entstehen. Plötzlich altert irgendeine Pflanze oder irgendein Gebäude altert und bricht zusammen. Stattdessen wird dann auch irgendwas ganz verjüngt und erstrahlt dann im neuen Glanz. Und das ist bewusst so im Design aus unserer Sicht aufgestellt worden, um den Spielleitenden Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie selbst einbauen können und wollen. Also wir haben das jetzt nicht bewusst festgeschrieben, an diesem Ort ist das oder jenes, sondern das ist ganz fluktuierend. Man kann das für seine eigene Spielrunde nutzen, wenn man das mag, mehr oder weniger, also eher im kleineren Rahmen oder richtig bombastisch. Also wer dann auf große epische Szenen steht, der kann natürlich dann auch mit solchen Aspekten gut arbeiten. Aber das war bewusst
war von der Gestaltung her so, um halt auch dieses Thema Zeitphänomene, denn wir haben in Talusien auch historisch in der Magieverehrung, da gab es auch früher Zeitenmagie, Zeitenmagier, das gab es da alles, weil wir da ja auch so ein bisschen exische Anleihen haben, historisch, und deswegen ist dieses Zeitenmagie-Thema einfach dort schon immer verankert gewesen. Wir haben es quasi mit all den AutorInnen der Regionalspielhilfe und der Redaktion etwas ausgebaut, um Talusien hier dann auch eine Besonderheit zu geben, die man dann eben einbringen mag oder nicht und die natürlich auch Abenteueranreize gibt. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, oh Gott, mir ist jetzt mein komplettes Haus zusammengebrochen, ich brauche jetzt entsprechende Hilfe von Abenteuer, die mir dann noch irgendwas rausholen oder die mir irgendwie auch von einem anderen Ort etwas holen. Und das ist ganz gefährlich, weil da gerade diese Zeitenfluktuationen auftreten. Dann kann das natürlich auch spannend sein, warum sich Einheimische da nicht trauen oder warum sie externe Hilfe bedürfen. Und ich finde auch ganz allgemein kann man da auch, also ich glaube aus der Zeit kann man ganz leicht auch immer schöne Plots flechten, die man was ganz anderes sind als das, was man sonst in Abenteuern spielt, weil ich denke, gerade wenn man davon redet, dass die HeldInnen sich mit einer Zeitfluktuation direkt auseinandersetzen, ist ja auch sowas denkbar wie täglich grüßt das Murmeltier, dass die Helden selbst in so einer Zeitspirale gefangen sind und dann sehen müssen, wie sie das Ganze auflösen können, wie sie diese Zeitspirale verlassen können. Oder auch eben, wie man damit umgeht, wenn an einem Ort immer dasselbe passiert und man es also quasi eine Lösung finden muss, um es zu verhindern, dass es immer in derselben Weise passiert und dann verschiedene Dinge ausprobieren muss und immer mehr darüber erfährt. Habt ihr da noch weitere Ideen, die vielleicht nicht in der Regionalspiele von seinen Abenteuern aufgegriffen wurden, was man damit machen könnte, was ihr noch so im Kopf habt? Ich will natürlich nicht zukünftige Texte vorwegnehmen, aber... Sebastian also hat ja sein Heldenwerk, vielleicht kannst du kurz was zum Heldenwerk sagen. Ja, im Heldenwerk Ein Blick in rote Augen, das spielt in Navatil, einen kleinen Ort im Westen Talusiens, eigentlich am äußersten Rand, relativ weit im Hinterland. Dort gibt es eine gewisse Plage, Achtung Spoiler, Ghule vermehren sich dort und sorgen dafür, dass es dann auf kurze Lang zu einem großen Problem kommen wird. Und da ist auch die Göttin Mabo, ich nenne sie jetzt hier beim richtigen Mahibo oder Ungusash, wie sie im Talusien genannt wird, als warnende Vision, die sie dann den Helden überbringt. Und dann kommt das Angesprochene von dir, dieses täglich grüßt das Murmeltier, ein bisschen abgewandelte Version, nämlich in dem Abenteuer Vier Jahreszeiten. Das ist in der Anthologie Gestalt und Spukgemäuer, wenn ich mich da jetzt nicht ganz vertue, aber ich meine schon. Da geht es mehr oder weniger um eine Karawanserei oder ein Teehaus, in dem halt gewisse Dinge passieren und die Helden dem Ganzen nur entkommen können, wenn sie und immer und wieder das Gleiche erleben und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Und natürlich Eigenwerbung zu Asche und Staub. Hier gibt es Zeitphänomene, hier gibt es klassische Robin Hood-Geschichte und halt auch einen alten exischen Tempel, den man betreten kann. Und und was zu den Zeitparadoxen nochmal aufzugreifen, da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Also wir hatten, glaube ich, in der Regionalspielhilfe einiges aufgegriffen als Beispiele, als kleine Beispiele. Aber es könnten auch genauso gut Dinge auf einmal in die Zeit geworfen werden, die es vielleicht vor Tausenden von Jahren gegeben hat. Alte Schlinger, die plötzlich auftauchen oder ein exischer Magier oder Christolomant, der auf einmal plötzlich auftaucht und den Helden eine bedrohliche Situation liefert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen und zu spielen. Ich glaube, man könnte da tatsächlich auch eine Möglichkeit schaffen, Talusa enger an den Metaplot, der primär in der Wüstenreichspielhilfe steckt, nämlich die Achtbeinigen, die Gigantulae unter der Kom, die ja dann in ihrer Form oder in anderer Form in einem solchen Zeitphänomen auftauchen könnten, was eventuell dann auch HeldInnen innerweltlich eine Chance gibt zu erkennen, was da für ein Bezug steht und dass es sich tatsächlich nicht um eine neue Bedrohung, sondern eher um eine uralte Bedrohung handelt, um eben so auch, wenn man wirklich mal eine größere Kampagne eben in dieser Region spielen möchte mit dieser Regionalspielhilfe,
da ist Talusien so in meiner Wahrnehmung etwas außen vor gewesen, weil es nicht so angebunden ist an diesen Plot, weil der Talusien nicht so sehr betrifft, weil Talusien auch hauptsächlich über See angefahren wird und gar nicht so viel über Land verkehrt, um dann einen Kontext herzustellen und sich eben auch mal ein bisschen so einen Tapetenwechsel leisten zu können, wenn man das nutzen möchte. Also man kann da eine Verknüpfung schaffen über das Bernstein-Thema. Also weil Bernstein ist tatsächlich ja eine wichtige Waffe gegen eben die Bedrohung in der Wüste. Und das kommt tatsächlich eben auch in Talusien vor. Also deswegen ist der Part in Talusien natürlich auch heiß begehrt, wenn da plötzlich die super Waffenware dort zu finden ist. Also auch dort könnte man Verknüpfungen schaffen, dass man entsandt wird aus der Wüstenregion, um eben zu verhandeln für diese Handelswaren oder da Rohstoffe zu besorgen. Das ist denkbar, oder wie du schon gesagt hast, eben auch über die Historie und die Zeit. Paradoxa, da kann man auch arbeiten. Falls ihr also in Talusien spielen wollt und das Heldenwerk in Betracht zieht, könnt ihr tatsächlich zu 4 Jahreszeiten übergehen, denn er spielt im Nachbarort. Also das ist regional quasi direkt daneben. Man zieht dann quasi zurück in Richtung Talusa und hat dann das nächste Abenteuer direkt dann schon vor der Haustür. Das ist relativ elegant und ist auch Zufall. Denn das zweite Abenteuer, was erwähnt wurde aus der Anthologie Schreckgestalt und Spukgemäuer, 4 Jahreszeiten, das kam ja nach dem Heldenwerk, aber es liegt quasi nebenan. Und da hat man dann schon direkt quasi 2 Abenteuer auf einen Fleck. Aus Neugier, ja? Wenn wir euch jetzt schon da haben, gab es da, also ich glaube, Felix Pietsch hat das geschrieben, aber glaube ich nicht alleine. Gab es da irgendeinen Kontakt zu dir, nachdem du das Heldenwerk da geschrieben hast und ja quasi Talusien in DSA 5 geholt hast, oder ist das eher zufällig da gelandet, weil das Zeitthema sich eben so gut in einem Horrorabenteuer aufgreifen lässt? Ah, da muss ich ein bisschen ausholen. Angefangen hat das Abenteuer zu schreiben Daniel K. Das ist ein Mitspieler in meiner Runde, der sich dann, der das Heldenwerk Nachtblaue Tiefen, nee, wie hieß es? Nachtschwarze See. Nachtschwarze See, genau. Nachtschwarze See verfasst hat und dann in der Anthologie 4 Jahreszeiten angefangen hat. Er hat es aber nicht beendet. Das haben dann Felix Pietsch und ich weiß gar nicht, wer die zweite Isabel Person Andersen, war. Ich habe es gerade nachgeschaut. Okay. Soll ja auch genannt sein. Ja, genau. Aber nein, da gab es tatsächlich keine Verknüpfung im Vorfeld. Da habe ich mit Daniel mich damals ein bisschen ausgetauscht, habe ihm gesagt, verorte das mal recht nah an Nabatil, damit es halt auch so ein bisschen so, man denkt ja auch an die Spieler und denkt, ja, man könnte das schön verknüpfen. Und um eine Verknüpfung noch zu sagen, ein Anreiz vielleicht für das Thema mit den, was unter der Kuhm so alles lauert. Man könnte natürlich auch einen Charakter, wo auch ein mittelreicher Spieler vielleicht Spaß dran hat, nämlich Kaspar Bald von 4 Seen. Ein NSC, den wir dort verortet haben, ein Nostrianer, der sich auf die Käfer- und Insektenkunde spezialisiert hat und natürlich in meinem Heldenwerk schon eine Rolle spielt, ohne schon zu wissen, was in späterer Zukunft passiert. Aber jetzt könnte man natürlich, weil er hat natürlich ein großes Problem. Ihm passieren sehr, sehr, sehr viele Missgeschicke. Er ist sehr, sehr, sehr tollpatschig und er braucht ständig Hilfe und Unterstützung der Helden und kann vielleicht gerufen werden und braucht die Unterstützung, dann in die Kurm zu kommen, sicher und heil. Ich glaube, er kommt sogar auch in Königin der Tränen vor. Es ist, glaube ich, irgendwo so eine Möglichkeit. Ne? Ja, genau. Er ist da schon gefangen irgendwie bei den Spinnen. Aber also, wenn man Kaspar Bald von 4 Seen in seiner Begleitgruppe hat, wird einem nicht langweilig, weil der Mensch ist leider vom Pech verfolgt und auch das kann ein Reiz für eine Abenteuergruppe sein, ihn da immer wieder rauszuboxen. Also es klingt wirklich wunderbar und in meinem Meisterkopf fängt es an mit irgendeinem kleinen Dorf, wo man von Abenteuer zu Abenteuer von dieser Mikroebene auf eine größere Ebene geht, was tatsächlich in einer so einer echt größeren Talusien-Kampagne dann direkt übergeht in die Kom. Also ein nur ein Ausschnitt aus Aventurien, aber wo man wahrscheinlich die nächsten Jahre wirklich intensiv spielen könnte, weil das eine Abenteuer das andere jagt und auch sehr reichhaltig ist und nicht langweilig, also nicht nur ein Thema aufgreift, sondern sehr, sehr viele verschiedene Themen und sehr viel Wissen mit einbringen kann. Also an die Meister an und da draußen an euch.
Hier habt ihr auf jeden Fall etwas, wo es sich lohnt, reinzulesen, reinzufuchsen und vielleicht sich doch eine kleine Kampagne mit all den Abenteuern zurechtzulegen. Und um was anderes noch einzuwerfen, was Talus natürlich auch bietet, dadurch, dass es viel um Zeit geht, ist ein Kontaktpunkt zu Heskatet, einer der, ich sag mal, neueren Erzdämoninnen. Ich glaube, die gibt es auch, ist auch schon länger genannt, aber es ist halt, glaube ich, in DSA 5 sind die neben den 12 Kernerzdämonen stärker aufgetaucht, weil auch die sich ja mit Zeit und Limbus befasst, quasi so als Gegenstück zu Satinav. Wenn eine Satinav-Verehrung in Talusien stark ist, bietet sich so an, dass Heskatet dort präsenter ist und vor allem, glaube ich, kann man da ein interessantes Spiel mitmachen, weil Heskatet ja auch an sich, auch wenn das widersprüchlich klingt für eine Dämonin, Zeitfrevel ablehnt. Und verfolgt und bekämpft und man da durchaus auch einen Plot schmieden kann, so im Sinne von, die HeldInnen glauben, dass sie quasi für die richtige Seite kämpfen und am Ende stehen sie da und müssen die Trümmer hinter sich wieder aufräumen, weil sie von Heskatet benutzt wurden. Eben im Sinne, und das erscheint ihm erstmal richtig gegen Zeit, Frevel und Unheil, was durch die Zeit, was durch Widersprüche in der Zeit gebracht wird, anzukämpfen. Ich glaube, auch das da kann sich Potenzial bieten für Leute, die mal so ein bisschen die eben nicht mit den klassischen 12 ErzdämonInnen auftauchen wollen, sondern mal was Neues reinbringen wollen, was nicht so verbreitet und bekannt ist. Ja, das ist ganz witzig. Ich habe damals am Pandemonium 2 mitgearbeitet, wo eben Heskatet-Dämonen auftauchen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch gar nicht, dass jetzt meine Reise in Talusien weitergeht. Und ich durfte einen Heskatet-Dämon beschreiben und habe dann irgendwie, glaube ich, so eine Übersetzung vom Omgalo, also genau aus Talusien benutzt und später taucht der Dämon, Spoiler, dann auch in einem der benannten Abenteuer in Talusien auf, also ich habe ihn nicht selbst verwendet, in einem der anderen. Ja, das ist dann einfach ganz witzig, wie so eine Kurve entsteht oder wie die Entwicklung einfach kommt, wo man denkt so, als wenn ich es damals geplant hätte, jetzt ist er dann auch in Talusien sogar da, wie ich es vorausgesagt habe, in Anführungszeichen. Du hast die Chance entgehen lassen zu sagen, es war ein großer Plan, dass du ihn damals reingeschrieben hattest, das war alles vorkalkuliert. Deine Chance ist jetzt vergangen, jetzt hast du offen eingestellt, dass es Zufall ist. Das wie mit Kaspar bald. Man muss ja sagen, indem man solche Fäden quasi macht, sind das natürlich auch Angebote an andere AutorInnen oder an Spielleitende, das auch zu benutzen. Und es ist dann immer noch schöner, wenn man feststellt, dass diese Fäden dann von anderen auch aufgenommen werden. Das macht einem nämlich dann noch umso mehr Spaß, wenn man denkt, ach, die Figur kenne ich, die habe ich irgendwann mal in meinem Hirn erdacht und jetzt ist sie dann dort und dort beispielsweise zu sehen. Also das ist dann immer ganz interessant, welche Entwicklung sowas nimmt und auch wie offen dann eben die Welt ist, beziehungsweise manchmal auch, wie klein die Welt ist, wenn gewisse Dinge dann vorkommen. Man merkt das, finde ich, auch selbst immer, wenn man irgendwas liest, ist man ja oft hängt man plötzlich an Kleinigkeiten, hat man eine Idee oder einen Plotansatz oder auch eine Charakteridee, die ja sich an irgendwelchen kleinen Details, irgendwelchen Nebensätzen aufhängt, wo wahrscheinlich die AutorInnen noch ein bisschen was zum, auch, also im positiven Sinne an Füllung braucht, dann ein bisschen mehr Fleisch auf den Text zu bekommen und irgendjemand fühlt sich davon inspiriert. Weil oft sind es dann die kleinen Details, die am Ende ganz, ganz viel hergeben und die auch die Welt so lebendig und so dicht machen. Das ist es halt auch, was es bei mir zum Beispiel ausmacht, was wahrscheinlich aber auch bei vielen Spielern sein wird, dieses Aventurien, diese Verbindung, diese kleinen Brücken, diese roten Fäden, wo dann alles, das eine oder andere zusammenkommt und man fühlt sich einfach zu Hause. Egal, wo man hingeht, man entdeckt so vieles und doch irgendwie verbunden ist. Es ist nicht irgendeine Welt, die, ja, da ist sie und es gibt so viele Details und man kann aber immer noch eigene Details auch dazu spinnen. Es gibt immer noch Ecken, wo man sich selbst mit der Fantasie austoben möchte. Also und genau dieser Punkt, wo dann plötzlich etwas woanders aufgenommen wird, dann war das hier beschrieben und ach, da geht's aber weiter. Das finde ich so, so schön daran. Das ist auch noch meine Empfehlung für Talusien, also für euch da draußen, liebe Spielleitende oder SpielerInnen. Talusien hat zwar beschriebene Orte, aber trotzdem noch viele Flecken, die noch quasi kaum ein Held je gesehen hat. Und dementsprechend könnt ihr da eure ganz eigenen Dinge verorten oder planen, wie ihr es möchtet, ohne jetzt wie im Mittelreich oder Horasreich, wo alles recht urban und auch teilweise eng beschrieben ist,
da in Konflikt zu kommen. Da gibt es einfach wenig. Also nutzt eure Freiheiten, gerade in Talusien, und lasst da Zeitphänomene und sonstige Dinge auftauchen, wie ihr es wollt. Genau. Und streitet nicht nur auf der Seite der Rebellen, sondern nutzt auch die Möglichkeiten des Sultans. Ich sehe schon, du bist ein Fan von Dol Guruk und möchtest ihn gerne mal so in der Macht behalten. Wenn man die Regionalspielhilfe guckt, wir hatten uns ja alle Ehrennamen, also wir haben ja gegenseitig Ehrennamen vergeben, und dann kann man dort eindeutig erkennen, was denn wohl so meine Herangehenweise ist. Ich hatte es heute noch gesehen beim Zusammenstellen deiner Vorstellung. Ich habe tatsächlich auch nichts mehr auf meiner Liste. Gibt es etwas, was ihr gerne noch zu Talusien erwähnt haben wollt, was nicht ungesagt bleiben sollte? Talusische Tomaten, ganz wichtig. Wenn ich das jetzt nicht angebracht hätte, wäre es ganz schlimm geworden. Also die Tomaten stammen aus Talusien. Ganz wichtig, ganz wichtiger Hinweis. Die roten oder alle Tomaten? Ja, alle natürlich. Gut. Und noch neben den Tomaten, die aus Talusien stammen, noch einen weiteren, ich will es nicht unnützes Wissen nennen, aber Wissen, mit dem ihr Leute beeindrucken könnt. Es gibt die Redensart, schön wie ein talusisches Gemälde. In den Manalistan, in talamitischen Gebieten. Das kommt daher, dass sich in Talusien Verlobte oft jahrelang nicht sehen dürfen vor der Hochzeit. Das ist eine Tradition, die erst mit wenigen Tagen anfing und sich dann irgendwie immer weiter ausgeartet ist. Da gibt es dann verschiedenste Sachen. Das ist ein ganzer längerer Absatz in der Regionalspielhilfe, wie das Ganze umgangen wird oder versucht wird, zu umgehen. Aber daher kommt diese Redensart, weil es stattdessen Gemälde gemalt werden, damit die Verlobten wenigstens eine Chance haben zu wissen, wen sie da eigentlich heiraten, und nicht erst, wenn sie quasi den Bund eingehen, das erste Mal die Leute zu Gesicht bekommen. Deswegen ist die Porträtkunst in Talusien herausragend in ganz Aventurien. Talusien ist also auch was für die Maler und die Köche, die besonderen Tomaten vielleicht irgendwie verkochen wollen. Also auch da für die Gruppen, die vielleicht nicht ganz so heldenhaft, sondern einfach in ihrem kleinen Kosmos ein wenig Alltag spielen wollen, gibt es scheinbar einiges zu holen. Da möchte ich noch einen Zusatz zu der Malerei, auch der Seidenmalerei, für die Talusier sehr bekannt sind, noch einen kleinen Hinweis geben. Das verdanken wir auch unserem Kollegen KW. Schönen Gruß an ihn, KW. Er hat unglaublich viel Liebe, auch gerade was die Kultur der Talushim anbelangt, mit eingebracht. Das hat das dem Ganzen noch so einen letzten Schliff gegeben. Um mal Talusien ein wenig, also wir haben ja jetzt ganz viel darüber gehört, politisches, regional, also örtliches, also geografisches etc. Wenn man jetzt Talusien ein wenig verirdischen wollen würde, oder wenn man sagen würde, wo, aus welchen Regionen, also oftmals kann man ja sagen, im Mittelreich hat man sich der und der Region und Zeit bedient, bei Thorwall ist das ja nun auch sehr offensichtlich. Wo würde man Talusien, was ja nun ganz speziell ja auch ist, es grenzt direkt an die Wüste, aber es ist ja doch so anders, durch die Gebirge getrennt. Wo würdet ihr sagen, so aus dem irdischen Bezüge? Talusien ist tatsächlich eine wilde Mischung. Da sind ziemlich viele Elemente aus dem arabischen Raum entlehnt, aber andererseits gibt es halt auch unglaublich viele aus dem Südostasiatischen, jetzt haben wir es aber, mit den Reisfeldern, Bambushainen, den Gebirgen. Die Mode und so, das Ganze geht so mehr in Richtung Irak. Und Speisen und Kultur, so auch Vietnam und Kambodscha. Also tatsächlich wirklich eine wirklich wilde Mischung. Wenn man sich die Reisfelder vorstellt, dann hat man natürlich sofort Vietnam und Kambodscha im Blick. Ne? Die Hörerinnen sehen es jetzt nicht. Christians Bild beschreibt das ganz gut. Vielleicht kann man das Bild auch als Titelfolge nehmen. Weiß ich nicht. Da kann man es dann nochmal sehen, und dann hat man natürlich direkt ein inneres Bild vor Augen. Ne? Also vielleicht auch mal raten möchte, versucht euch, also man kann sich Inspiration holen, das finde ich auch, das ist auch sinnvoll und wichtig, aber versucht nicht irgendwelche realen Regionen nachzubauen, weil das funktioniert nicht, gerade wenn es so vermischte Sachen sind. Das geht ja auf viele Sachen der Region. Arani ist dasselbe Thema. Man sollte sich nicht zu sehr an irdischen Vergleichen da aufhängen, weil das
zum einen dazu führt, dass man nur Klischees reproduziert und zum anderen, dass es auch einfach der Region nicht gerecht wird und dem, was über die Jahre und Jahrzehnte eben auch im aventurischen Kontext dazu geschrieben wurde. Das ist korrekt. Aber die Regionalspielhilfe gibt eigentlich ein ganz schönes Bild von Talusien. Ich glaube, die kann man sehr gut nutzen dafür. Aber demnach ist eigentlich Talusien auch eine der wenigen Regionen, die so ein paar Aspekte aus dem asiatischen Raum mit reinbezieht. Ich kenne nicht viele Regionen in Aventurien, wo etwas mehr des Asiatischen, also die Reisfelder sind ja jetzt sehr, sehr, sehr sprechend dafür. Also ich habe natürlich Bezüge dazu gehabt, aber habe gedacht, aber es ist nicht gänzlich asiatisch. Und diese bunte Mischung bringt es sehr, sehr, sehr durcheinander, sodass es mir schwer fiel zu sagen, wo kommt das jetzt her? Aber ja, ansonsten ist mir asiatische Bezüge in anderen Regionen nicht wirklich, nicht so auffällig begegnet. Auch wenn das jetzt natürlich nicht der haupttragende Faktor ist. Man muss ja auch sagen, Talusien liegt direkt gegenüber von Maraskan. Also zumindest im südlichsten Maraskan, da kommt man wahrscheinlich auch nicht vollkommen drumherum, sich von den asiatischen Einflüssen, die auf Maraskan ja auch immer wieder auftauchen, beeinflussen zu lassen. Weil das ja auch ein logischer Handelspartner ist, zumindest in der Zeit, wo wenn man in den Phasen mit Maraskan handeln wollte. Korrekt, was ja der Handel ja auch noch besteht zwischen Schwarz-Maraskan und Talusien. Und wir dürfen nicht vergessen, die Maraskaner haben zweimal Talusien schwer geplündert in der Vergangenheit. Ja, und tatsächlich auch ganz wichtig natürlich, es ist nicht nur der Reis, der dort gewonnen wird, nämlich auch Tee. Es spielt eine ganz wichtige Rolle in Talusien. Und das ist natürlich auch wieder so ein kleiner Aspekt, wo man sagt, okay, das ist so ein asiatischer Bereich. Ne? Also eine ganz, ganz bunte Mischung einer Region, die sehr bunt durchgemischt ist, die sehr, sehr, sehr viel bietet, aber in meinem Kopf jedenfalls kein Chaos aufwirft, sondern wirklich was Spielbares, was Handfestes gibt, wo aber auch die Fantasie so ein bisschen mehr angeregt wird, als wenn ich jetzt an im Mittelreich spielen würde, wo ich, also ich sag mal so einfach beheimatet bin und da so einen ganz sicheren Wohlfühlraum habe, ist es hier dann doch schon etwas, wo ich viel, viel Neues kennenlernen kann, sowohl als Spieler als auch, glaube ich, als Meister. Aber mit den ganzen Beschreibungen und alles, was ich also auch jetzt gehört habe und alles, was ich gelesen habe, fand ich es sehr zugänglich. Das ist ja in gewissem Sinne auch ein Kompliment an euch. Und dem möchte ich noch anschließen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hierfür. Es ist sehr schön zu sehen, dass Leute halt auch für so kleine Regionen, Talusien ist, wenn man sich auf der Karte anguckt, ja wirklich winzig im gesamtaventurischen Kontext, dass Leute dafür so brennen und seine Regionen bereitwillig so Leben einhauchen und sich das auch vornehmen, einfach mal diese blinden Flecken aufzufüllen und sich nicht auf etwas stürzen, was vielleicht im ersten Moment viel interessanter ist, weil da jetzt schon so viel ist und so viel Geschichte, die man aufgreifen kann und mit der man Verbindung ziehen kann, sondern auch eben was Neues zu machen oder diese Kleinigkeiten aufzugreifen, die andere Leute irgendwann mal gestreut haben. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas habt, was ihr loswerden wollt. Ja, wir wollen natürlich auch Danke sagen, und zwar an allen, die am Wüstenreich mitgearbeitet haben. Ganz vorne steht natürlich Zoe Adamit, unsere Redakteurin, die uns natürlich dann auch einen gewissen Freiraum gelassen hat, dass wir ein bisschen gestalten dürfen, aber auch alle MitautorInnen über Anni, die Davidze und so weiter, wie sie nicht alle heißen. Also auch an euch danke, denn nur durch alle gemeinsam ist natürlich das Setting lebendig geworden. Also das ist nie eine Einzelleistung, sondern immer ein Gemeinschaftsprodukt. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir in der entsprechenden Gruppe auch mit den lieben Menschen zusammenarbeiten durften. Ganz genau. Dem schließe ich mich an, tatsächlich. Das war eine unglaublich schöne harmonische Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen. Das war wirklich herausragend. Also an der Stelle kann ich das Kompliment aber auch einfach hier an euch und an alle weitergeben. Wüstenreich ist in meinen Augen eine sehr gelungene Regionalspielhilfe, aber auch übergreifend mit allem, was dazu gehört, vom Heldenbrevier, vom dem Regionalabenteuer oder eben auch jetzt mit der Anthologie, den Abenteuern, die da drin verankert sind, wo wirklich rundum
finde ich es sehr gelungen, sehr zusammenspielend und es ist also einfach nur toll. Und an der Stelle ein Angebot an die Zuschauer. Falls ihr vielleicht Fragen an Christian Nehling oder Stefan oder Steffen? Wieder noch Sebastian. Ach Sebastian, oh Gott, das hätte ich mir merken können. Das wird heute nichts mehr. Also ist okay. Oh Sebastian Krippel, tut mir leid, ich war bei S und dann hörte das gerade auf. Falls ihr zu dem Thema, was wir heute hier besprochen haben, noch irgend euch eine dringende Frage brennt, schreibt sie einfach gerne unter die Kommentare bei YouTube und wir geben die Frage gerne weiter und werden euch dann entsprechende Antwort dann auch zurückliefern können. Und falls ihr es noch nicht getan habt, hört natürlich gerne auch in die Folge zum Wüstenreich auf. Die wurde heute mehrfach angesprochen. Das war Folge 24, glaube ich, hattest du vorhin gesagt. Dann habt ihr auch, ich glaube, da müssen wir eigentlich nur noch eine Folge zu den Verkinern machen, um wirklich allen Themen einmal gerecht zu werden. Denn auch die sind in der Folge relativ kurz gekommen. Ein paar Folgen und vielleicht ergibt sich dann auch da ein Thema. Ein kleiner Spoiler auf die nächste Folge. Dort haben wir nochmal jemanden zu Gast, nämlich die Carolina Möbius. Und da geht es um die Heldenbreviere. Mal schauen, auf welche wir uns da stürzen. Da bin ich ja so ein ganz großer Fan von. Von daher, ja, wenn ihr das hier nachgehört habt, freuen wir uns natürlich über Kommentare, über Daumen nach oben. Wo kann man euch denn vielleicht auch mal hören oder sehen? Da habe ich ja schon gehört. Man kann euch auch ab und zu mal auch live hören, live sehen. Also auf Cons ab und an, die nächste Con ist die Dreieichcon beispielsweise, da werde ich zumindest mal kurz hineinschnuppern. Zumindest habe ich eine Karte, dass das dann auch wahrscheinlich ist. Und ansonsten gibt es immer wieder mal, also die Redcon beispielsweise, da waren wir auch beide und noch viele andere AutorInnen. Das ist eine Möglichkeit, uns live zu treffen, aber online sind wir, glaube ich, auch ganz gut erreichbar. Über Discord, den Ulysses-Kanal findet man uns beispielsweise. Und wenn ihr Fragen zu unseren Themen habt, auch außerhalb von Talusien, sprecht uns gerne an. Wir helfen euch gerne weiter, denn auch wenn wir Talusien sehr mögen, gibt es natürlich immer noch weitere Interessensgebiete, denn wir Autoren sind ja auch immer Nimmersatz und wollen mehr. Richtig, also die Liste sowieso an den geschriebenen Werken, die ist sehr, sehr lang. Wir konnten hier natürlich an der Stelle nicht alles erwähnen. Gut, wir kommen hier zum Ende unserer Folge und danke schön nochmals an euch. Danke auch an Atta und danke an euch da draußen, dass ihr hier uns weiterhin auch mit der 30. Folge weiterhin verfolgt. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.